Willkommen bei Profischnapp.de hier in Impfingen. Heute ein Funktionsschnäppchen von Himmler für Sie, und zwar das Modell 4612 Easy Comfort als Zweisitzer mit Vollfunktionssitzen inklusive Herzwaageposition in Leder Longlife Rustica Föhre, ein Messestück. Übrigens, Sie brauchen hierfür nur 1,59 Meter Breite für absoluten Luxus. Hier ist die Fernbedienung. Der sieht sehr kompliziert aus, ist aber ganz einfach. Ich drücke hier drauf, dann macht er eigentlich alles hintereinander weg. Das Fußteil fährt raus, schon mal nicht schlecht, sitze sehr bequem. Der Rücken geht runter und Sie sehen jetzt schon, die Füße sind wesentlich höher wie normal und damit habe ich die sogenannte Herzwaageposition. Jetzt schiebt der Sitz raus. So, jetzt bin ich hier in der Liegeposition, kann den Rücken noch verstellen und habe den optimalen Blutrückfluss. Ich kann natürlich hier auch wie immer bei Himmola oder wie oft auch alles einzeln verstellen. Hier sehen Sie, ich bin da hinten angestoßen. Ich gehe mal zurück. Jetzt sehen Sie auch, wie der Sessel kippt. Das ist die Herzwaagetechnik, der dritte Motor. Und das sorgt für die optimale Entspannung. Wenn ich jetzt hier drauf bleibe, unten auf der Taste, hier, geht alles zurück. Ich brauche eigentlich nur diese Taste drücken und warten, bis ich wieder in der Ausgangsposition bin. Jetzt habe ich den Rücken natürlich hier oben etwas zu weit nach vorne geneigt. Das ändere ich gleich. Dann sitze ich auch wieder bequemer. Jetzt streckt es sich und ganz ideal, die Fernbedienung haftet mit Magnet unter der Armlehne und alles ist fest. Übrigens, ich kann auch wunderbar, da die Armlehne niedrig ist, für kurz mal so hinlegen. Zwei Luxussitzplätze, hier geht das gleiche. Machen wir hier nur das Fußteil raus. Zwei Luxussitzplätze für Sie mit der Garnitur Himmola 4612 Easy Comfort. Dieses Sofa in dem wunderschönen Grün, das sehr toll zu Holz passt, kann bald bei Ihnen stehen, wenn Sie es haben wollen. Was meinen Sie? Das Richtige für Sie? Würde mich freuen. Schnappen Sie zu. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.